Willkommen bei Paraspotting. Das ist der Landeplatz am Strand von Ölüdeniz in der Türkei. Ja, hier ist viel Verkehr oft, sehr viel Tandem-Business. Gelandet wird hier eigentlich überall. An der ganzen Strandpromenade gibt es immer wieder etwas breitere Flecken. Und ja, die Tandems, die haben da verschiedene Fleckchen, wo sie landen. Auch die Soloflieger können sich mehr oder weniger aussuchen. Wobei, ja, so ziemlich der beste Platz, würde ich sagen, der ist hier. Hier direkt vor dem Stand der Tandemagentur Hanuman. Und das ist auch der Ort, der dann auf Google Maps in der Videobeschreibung hier verlinkt ist. Ja, der Strand hier, wunderschön. Vorne direkt das azurblaue Meer. Hier haben wir einen Windsack. Und es gibt hier so größere Laternen, die allerdings tagsüber umgelegt werden. Das heißt, zur allergrößten Not, wenn man hier noch nicht gut runtergekommen ist, dann kann man auch noch auf den Strand zum Landen ausweichen. Der Strand ist ungefähr nach Südwesten ausgerichtet und aus dieser Richtung kommt ja so gut wie immer auch der Wind herein und hat dabei meistens noch so eine leicht südliche Komponente. Also Süden, das ist ungefähr hier. Und das bedeutet, das ist dann auch so die übliche Landerichtung. Also es empfiehlt sich, hier die Höhe über dem Meer abzubauen. Die meisten fliegen eh da raus, um hier in der Box zu trainieren. Und dann kommt man quasi im Queranflug auf das Land zu, um dann einen Enternflug parallel zur Häuserreihe, zur Reihe dieser Bars und Restaurants zu setzen. Eventuell auch noch ein bisschen nach hinten auszuweiten, über die Restaurants, wenn man hoch ist. Und dann ein leichter Schlenker Richtung rechts, um hier so hereinzukommen. Ganz selten einmal kommt der Wind tatsächlich etwas mehr von Norden und dann würde man den Enternflug in die andere Richtung setzen. Kommt sehr selten vor, aber trotzdem auf die Windsäcke achten. Hier zum Beispiel vor Hanuman auch ein großer. Ja, auch natürlich Augen auf beim Einlanden. Jetzt ist gerade wenig Verkehr, aber das kann durchaus sehr viel sein, was hier los ist. Und ebenso sollte man im Enternflug auf die Fußgänger achten und gegebenenfalls durch laute Rufe auf sich aufmerksam machen. Der Flugberg hier, das ist der Babadak und der ist hier zu sehen Richtung Süden. Ein Berg, ein großer Felsbrocken, der fast 2000 Meter hoch ist. Man sieht hier allerdings nur einen einzigen Startplatz, den tiefsten, den 300er. Die anderen Startplätze sind hier ein bisschen hinter der Bergkante quasi. Das ist der Babadak, hier Ölüdeniz Beach, die Gondel, der 1200er und hier der 1700er Startplatz, beide Richtung Meer ausgerichtet. Und hier oben hat man noch zwei Startplätze, die 1900er Richtung Süd und Nord und dazwischen drin der 1700er Richtung Nordost. Und zu diesen Startplätzen hat man im Wesentlichen zwei Möglichkeiten hinaufzukommen. Das eine wäre, man sucht sich einen Shuttle von den Tandem-Agenturen. Zum Beispiel hier bei Hanuman ist sogar angeschrieben, zu welchen Zeiten die Shuttles hinauffahren. Und da kann man dann auch in der Regel als Solopilot einen Platz finden. Auf jeden Fall muss man sich oft ein bisschen rumfragen, ein bisschen warten und dann kommt man hier gut hinauf. Die andere Möglichkeit ist, dass man hier am nördlichen Ende der Strandpromenade, da ist so ein Busbahnhof, da kann man in den Bus steigen und dann die paar Kilometer hinauf zur Talstation der Teleferik, der Gondel fahren. Diese Gondel ist ohnehin immer Zwischenstopp, auch wenn man mit einer der Tandemagenturen hinauffährt, dann bleibt man an der Gondel stehen, um dort die Startgebühren zu lösen. Und die sind mittlerweile durchaus, ja, richtig hoch geworden. Also wenn man hier einen Flug macht, dann sind eigentlich die Auffahrt, das Geld für die Auffahrt, der kleinere Teil. Insgesamt kommt man für einen Flug durchaus auf einen Betrag, den man auch in den Alpen zum Beispiel für eine Gondel zahlt. Und das eben für jeden einzelnen Flug. Leider gibt es bislang hier kein Tagesticket, was natürlich sehr praktisch wäre, wenn man hier viele Runs machen möchte, um Manöver zu trainieren. Naja, wenn man mit dem Bus hier zur Gondel-Talstation fährt, dann kann man eben von dort mit
der Gondel dann weiter hinauf zum 1200er oder bis zum 1700er hinauf. Es gibt ein bisschen weiter oben, 1800 und 1900 gibt es auch noch Startplätze. Die sind von der Gondel aus nicht direkt zu erreichen. Wenn viel los ist zur Hauptsaison, dann soll es da oben auch Shuttles geben. In der Nebensaison allerdings müsste man dann zu Fuß weiter hinaufgehen. Also das ist auch ein Vorteil, wenn man hier mit dem Tandem-Shuttle fährt, dass man immer direkt zum optimal passenden Startplatz kommt.